Manfred. Hallo, hallo, Lars. Wir sind heute heute Nachmittag bei dir und wollen dich in der Corona-Zeit oder wie du deine Corona-Zeit empfunden hast, ohne den aktiven Feuerwehrdienst bzw. Ü59 aktiv dabei, wie du das empfunden hast, und möchten gern mit dir ein kleines Interview. Schön, ich bin total überrascht. Ich freue mich. Gut. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich will dich wiedersehen. Bis gestern waren wir Freunde. Jetzt hab ich ein Problem. Die letzte Nacht hat alles verdreht. Du hast mich einfach flach gelegt. Ich mach für dich den Hampelmann. Du wirfst mich aus der Bahn. So, Manfred, wir fangen mit dem Interview an. Die erste Frage ist, wie hast du die Corona-Zeit erlebt? Oder weil jetzt ab März die ganzen Veranstaltungen von der Feuerwehr Ü59 ausgefallen sind. Wie war das für dich in dieser Zeit? Also es war nicht ganz einfach. Wir hatten uns ja in den letzten Jahren schon daran gewöhnt, dass wir uns regelmäßig am zweiten Freitag im Monat treffen. Und das ist bei vielen auch schon fest im Kalender eingetragen. Und wir haben es erstmal gar nicht so richtig begriffen, dass das jetzt nicht mehr ging. Wir treffen uns ja freitags, um dann mal 1, 2, 3 oder vielleicht auch ein bisschen mehr an Stunden zusammenzusitzen und mal Prost zu sagen. Außerdem haben wir auch immer einige besondere Termine. So wollten wir zum Beispiel dieses Jahr wieder mit der Mondschnecke eine Planwagenfahrt machen. Das ist nun leider alles ausgefallen. Und wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal am 10. Juli dann endlich nach 3 Monaten mal wieder treffen können. Manfred, wir haben dir die Bank damals geschenkt, wo du den Vorsitz abgegeben hast, mit kameradschaftlichen Grüßen. Was hat die Bank bei dir schon erlebt? Naja, also das ist erstmal, muss ich sagen, eine wunderbare Idee gewesen, eine solche Bank zu machen. Und wir haben die Bank hier auch schon immer wieder genutzt. Allerdings muss ich sagen, nur hier im engeren Bereich. Denn für längere Wegstrecken, da hatte ich ursprünglich dran gedacht, denke, Mensch, das ist ja so wunderbar, wenn du mit diesem Ding Kiste Bier und marschierst zum alten Teich. Aber man wird ja nicht jünger, das ist nicht so ganz einfach. Aber die Bank hat auch also einmal einen Kameradschaftswert und einen Erinnerungswert. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Und du hast ja gesehen, dass sie nicht irgendwo in irgendeinem Schuppen versteckt ist, ja, sondern auch hier tatsächlich im Garten, normalerweise unter dem Balkon, steht und geschont und gepflegt wird. Das Einzige, ich müsste sie irgendwann streichen. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache, weil ja dann die Namen unter Umständen verschwinden. Aber ansonsten ist das eine super Sache gewesen. So, Manfred, ich habe dir das vorhin erklärt mit der Bank. Können wir uns diese Bank für die anderen Interviews mal ausleihen? Aber gerne. Ich finde, das ist eine super Idee. Und dann lernt die Bank auch mal einige andere Teile von Frankenhain kennen und einige andere aus der Feuerwehrgemeinschaft. Könnt ihr jederzeit gerne haben. Du weißt, wo sie steht. Brauchst mich noch nicht mal vorher anzurufen. Wichtig ist nur, dass sie dann wieder zurückkommt. Gut. Aber ihr könnt sie gerne haben. Okay, prima. Vielen Dank.